Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? UseTool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Wolkenglühbirnen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Lebensdauer deiner Glühbirnen zu verlängern, raten wir dir an, das Glas nie mit deinen Fingern anzufassen oder ansonsten die Glühbirnen mit einem Haushaltspapier gründlich zu reinigen, bevor du sie wieder einsetzt. Öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Um zu deinen Glühbirnen zu gelangen, musst du den Scheinwerferblock entfernen. Hebe die Metallschiene hinter dem Scheinwerfer an. Dies kann helfen, die beiden Halteschrauben am Scheinwerferblock zu lösen. Du kannst auch einen Steckschlüssel und einen 10 mm Einsatz verwenden. Entferne die Schrauben und Unterlegscheiben. Halte den Scheinwerferblock mit beiden Händen fest und nimm das Licht mit leichten Hin- und Herbewegungen heraus. So gelangst du einfacher an die Scheinwerferglühbirnen. Entferne die Schutzabdeckungen. Bei der ersten musst du den ersten Metallstab anheben und den zweiten absenken. Dadurch wird die Abdeckung gelöst. Die zweite kannst du durch Ziehen entfernen. Um die H7-Glühbirne des Fernlichts zu wechseln, musst du am Stecker ziehen. Dann kannst du die Glühbirne entfernen, die von kleinen Metalllaschen gehalten wird, die als Feder dienen. Entferne die Glühbirne aus dem Stecker, indem du daran ziehst. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Klicke die neue Glühbirne im Stecker ein und führe dann das Ganze im Optikblock ein. Beachte dabei die Einbaurichtung der Glühbirne und drücke sie ein, bis du sie einrasten hörst. Um die Glühbirne des Standlichts auszuwechseln, halte den Kunststoffsockel fest und entferne ihn mit leichten Hin- und Herbewegungen. Die Glühbirne kannst du ganz einfach herausziehen. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Platziere eine neue Glühbirne im Sockel und setze das Ganze im Scheinwerfer ein. Um die H7-Glühbirne des Abblendlichts zu wechseln, ziehe den Stromanschluss der Lampe ab. Um die Glühbirne zu lösen, musst du gleichzeitig an beiden Seiten der Glühbirne drücken und ziehen, um die Klemme aus den Haltevorrichtungen zu lösen. Drehe die Klemme nach unten und entferne dann die Glühbirne. Nimm dir die neue Glühbirne zur Hand. Beim Wiedereinbau der Glühbirne ist die Richtung wichtig. Du musst die Glühbirne mit einem Finger festhalten, während du mit einem anderen Finger den Haken suchst, um sie wieder richtig zu platzieren. Verbinde den Steckverbinder wieder. Setz die Abdeckungen wieder auf. Sobald die Glühbirnen ausgewechselt sind, schiebst du den Scheinwerferblock wieder an seinen Platz und schraubst die beiden Halteschrauben wieder an. Bringe die Metallschiene wieder an ihren Platz und blockiere dann die Schrauben mit dem Steckschlüssel. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.